Freiheit im Glauben. Amen. So, jetzt sind wir fast schon fertig, oder? Andere Frage. Frage darf ich ja stellen. Antworten dürft ihr ja nicht, wegen der Hygiene hier und so weiter und so fort. Aber nach was strebt denn eigentlich jeder Mensch auf dieser Welt? Was meint er denn? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Also ich bin sicher, dass es viele Menschen gibt, die nach Geld und Reichtum streben. Bin ich hundertprozentig sicher. Die nach Ruhm, Macht und Erfolg sich ausrichten und streben. Die alles Mögliche auf dieser Welt materiell besitzen wollen. Diese Menschen gibt es hundertprozentig. Und ich bin sicher, dass es viele Menschen gibt, die diese Ziele haben. Einfach mehr zu haben als die anderen. Es wird auch Menschen geben, die auf der Suche sind nach Liebe, Geborgenheit, Ehrlichkeit und der Wahrheit. Oder? Und deshalb werde ich mich heute nicht mit Geld und Reichtümer beschäftigen in dieser Predigt, sondern mit ganz etwas anderem. Weil manchmal liest man das in der Presse oder im Internet, dass es viele reiche Menschen gab oder gibt, die alles verloren haben, was sie als eine nicht bekommen haben, sei es die Liebe, die Geborgenheit, die Ehrlichkeit. Und eins ganz, ganz wichtig, viele Menschen streben nach dem Größten, was es gibt, das ist die Wahrheit. Und es gibt Menschen, die haben Milliarden von Euro bezahlt, für die Wahrheit zu finden, sei es in Büchern, in Bildern oder in Geschichten. Und deshalb wird das Thema meiner heutigen Predigt sein, Wahrheit, wie ist das mit der Wahrheit, ja, so bei uns. Und dazu ein paar Fragen, ich werde nicht alle Fragen dieser Predigt beantworten können. Ihr seid selbst aufgefordert, euch die Fragen nach der Predigt zu beantworten. Was heißt eigentlich Wahrheit? Wer kennt die Wahrheit? Warum sollen wir überhaupt die Wahrheit hören? Kommt die Wahrheit in unserem Leben ans Licht? Wollen wir überhaupt immer die Wahrheit hören? Kann die Wahrheit schmerzen und verletzen? Leben wir in Freiheit? Welche Formen der Freiheit gibt es? Sieht jede Wahrheit gleich aus? Zu diesem ein kleines Beispiel. Denkt mal, da draußen passiert in dem Kreisverkehr ein Unfall. Wir schauen alle gleichzeitig auf diesen Unfall in dem Kreisverkehr. Ich wette mit euch. Jeder sagt die Wahrheit von uns und jeder sagt sie anders. Das ist sehr häufig in diesen Polizeiprotokollen zu lesen. 5 Zeugen oder 10 Zeugen, jeder erzählt die andere Wahrheit. Nur mal zu diesem als Beispiel. Und da geht es uns hundertprozentig nicht anders. Weil jeder ein eigener Mensch für sich ist und die Wahrheit anders empfinden wird. Und eins muss man auch sehen. Kann es sein, wo die Wahrheit ist, dass da die Lüge nicht weit weg ist? Und ihr wisst auch, wer steht denn für die Lüge? Wer kann denn überhaupt nie die Wahrheit ertragen? Nie und never, never, never die Wahrheit. Das wird der Satan sein, der Teufel, und wie man ihn nennt. Der wird nie die Wahrheit erkennen und auch nicht wollen, dass wir die Wahrheit erkennen. Wie gesagt, nach dieser Predigt müsst ihr all die Fragen für euch selbst beantworten. Aber letztendlich muss man sich selber überhaupt einmal die Fragen für sich selbst stellen und beantworten. Jesus in Johannes 14,6 lehrte seine Jünger, das ist ganz bekannt. Jetzt haben wir Elberfelder Übersetzung, mal sehen, was da steht. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. Da steht, ich bin der Weg, Jesus. Und ich bin die Wahrheit, Jesus. Und niemand kommt zu meinem Vater außer durch mich. Als der einzigste Weg zum Zugang zum Vater ist Jesus. Und die Wahrheit ist die Realität aller Zusagen Gottes zu uns. Jesus hat alle Zusagen Gottes erfüllt zu uns.
als sein Leben verbindet das göttliche Leben mit unserem jetzt und in Ewigkeit. Und keiner kommt zum Vater ohne Jesus. Jetzt stand da noch ganz am Schluss, noch nicht wegblenden, lasst einfach ein bisschen länger, weil die im Internet, die dann vielleicht ausschalten wollen, die wollen es noch lesen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und da steht was, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und jetzt gibt es tatsächlich Menschen, die haben da ein Problem mit dem Weg. Viele Menschen sagen tatsächlich, dass der Weg zu Jesus viel zu eng sei. Sie viel zu arg einschränkt in ihrem Leben. Aber ihr wisst doch auch, in Wirklichkeit ist der Weg breit genug für uns alle, für die ganze Welt. Wenn sie sich nur entscheiden würde, diesen Weg zu gehen bzw. anzunehmen. Viele Menschen, die grübeln, und ich sage euch, statt zu grübeln, wie eng der Weg erscheint. Und ihr müsst wissen, es gibt halt nur mal diesen einen Weg. Es gibt keine Umleitung. Es wird keine Umleitung geben zum Vater, zu Gott. Das wird es nicht geben, egal was ihr macht, da draußen und hier. Es gibt nur diesen einen Weg. Wir sollten lieber für diesen einen Weg, statt zu grübeln, Danke sagen. Gott zu danken jeden Tag aufs Neue, dass er seinen Sohn gesendet hat, der uns diesen Weg bereitet hat. Und zwar einen sicheren Weg. Und wenn wir Umleitungen nehmen, das ist unser Problem. Jesus hat eine Autobahn gebaut zu ihm, zu seinem Vater. Wir kreuzen ab zu im Kreisverkehr, fahren ziellos im Kreisverkehr, dass es nicht bald schwindelig wird. Dabei ist der Weg absolut gerade, der zu Gott führt. Und es ist auch der sichere Weg, Freiheit von der Lüge zu bekommen, Freiheit von Leid, Kummer, Krankheit und Elend in dieser Welt, in der wir hier leben. Es ist der einzigste Weg, was da steht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Haben wir bestimmt schon hunderte Mal gehört, aber immer wieder vertiefen. Das ist eine Grundaussage, eine Kernaussage. So, könnt ihr das wegblenden? Frage, ich stelle heute laute Frage. Wann beginnt für uns denn die Wahrheit? Wann wurde das Wort Gottes zur Wahrheit für uns? Dazu Johannes 1, 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Und ich lese die Luther-Übersetzung vor. Es ist immer sinnvoll, mehrere Übersetzungen zu lesen fürs Gleiche. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen Sohn, gegeben hat. Amen. Hier Luther-Übersetzung, viel, viel zutreffender, viel Power, also finde ich. Und du wisst, als Jesus geboren wurde, wurde Gott ein Mensch. Er war nicht teilweise Mensch oder teilweise Gott. Er war vollständig Mensch und vollständig Gott. Das ist sehr schwer zu begreifen vielleicht. Er war absolut Mensch. Er hat seine Haare kämmen müssen jeden Morgen, sein Gesicht waschen müssen jeden Morgen. Er hat was anziehen müssen jeden Morgen, hat seine Kleider selber holen müssen. Er hat wahrscheinlich auch einen Beruf lernen müssen, hat essen müssen, hat trinken müssen. Er war vollständig Mensch. Er war keine Halbherrlichkeit oder sonstiges. Er war Mensch, ganz normal wie du und ich. Aber er war auch eins, vollständig Gott. Bevor Christus kam, konnten wir Menschen nur Gott teilweise erkennen. Nachdem Christus gekommen war, konnten wir Gott umfassend erkennen, weil er in Christus, Jesus, sichtbar und greifbar wurde. Für die damaligen Menschen. Wir kennen das Wort.
Christus ist der vollkommene Ausdruck Gottes in menschlicher Gestalt. Die beiden häufigsten Irrtümer der Menschen über Jesus bestehen darin, entweder seine menschliche oder seine göttliche Natur abzuwerten. Und das ist etwas auch mit Kritikern, wo man zu tun hat, oder Menschen, die nur mit Verstand hantieren. Ja, wie kann das sein? Jesus, Mensch, kann doch gar nicht sein. Oder gar Gott, wie soll das sein? Das ist heute nicht anders wie damals, wo Jesus gelebt hat. Diese Zweifel der Menschen, nach wie vor nicht anders. Aber ihr wisst, Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Und obwohl Jesus in dieser Zeit auf der Welt war, als Mensch, haben viele die Wahrheit durch Jesus nicht erkannt. Und das Traurige ist, und das muss ich leider so sagen, nicht mal sein eigenes Volk, das Volk Gottes, hat die Wahrheit in Christus Jesus erkannt. Und seid nicht böse bis auf den heutigen Tag. Nicht erkannt. Warum? Werden wir noch hören. Und ich weiß, das, was da passiert ist jetzt in Israel, 44 Tote, viele Schwerverletzte durch diesen Chaosveranstaltung. Das waren orthodoxe Juden, hat man ja gesehen, eine Zöpfle und sonstiges. Sie haben ihr Fest gehalten und viele Menschen sind umgekommen. Wir können für diese Menschen beten, für das Leid, für den Kummer. Aber ich wiederhole noch einmal, die Wahrheit haben sie nicht erkannt, bis heute nicht. So, jetzt bereitet euch vor. Eigentlich, wenn jeder eine Bibel hätte, müsst ihr sie jetzt aufschlagen, weil jetzt kommt was Längeres. Wie Jesus zu seinem Volk spricht. In Johannes 8, 32 bis 43 wird das gehen. Später dann bis 46. Wir werden jetzt nur bis 43 einblenden. Und ich probiere mal Elberfelder zu lesen, ob ich das klang kann, mal sehen. So, also Jesus spricht hier zu Pharisäern, zu hochgestellten Juden der damaligen Zeit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Eine super Botschaft für uns, die wir ja nicht sein Volk sind, wir sind ja eigentlich die Heiden, gell? Wenn man so will, von damaligen Zeit. Aber er sagt hier, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Habt ihr schon mal gemerkt, wie Freiheit frei machen kann für jeden Einzelnen? Ich komme da nochmal mit Beispiel. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Söhne, Same, und sind nie jemals Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Der Knecht bleibt nicht für immer in dem Hause. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid. Also ich würde Söhne sagen. Aber ihr suchet mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Und ihr nur nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber suchet ihr mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Gott hat ihn gesandt, seinen Sohn.
Luther-Übersetzung ganz anders. Aber wenn ich das jetzt nochmal vorlese, also Luther, lasst mal diesen Text setzen, sacken bei euch, weil wir bauen den jetzt mal ein bisschen auseinander. Für mich ist hier im Gesandten von 32 bis 43 ganz, ganz wichtig, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich da von meinem eigenen Leben ausgehe, ich war 39 Jahre alt, da war ein Morgen, da habe ich in den Spiegel geschaut und habe zu mir selbst gesagt, ist das die Wahrheit in meinem Leben, wie ich es führe? Und mir ist gesagt worden, nein, ändert dein Leben, du lebst nicht in Wahrheit, sondern nur in deiner eigenen Wahrheit zu dir selbst. Du machst dir etwas vor. Und ich habe mein Leben mit 39 umgekrempelt, habe leidvolle Erfahrungen machen müssen, aber ich habe der Wahrheit geglaubt und habe das für mich, für mein Leben umgesetzt. Und jeden Tag probiere ich in Wahrheit auch weiterzuleben. Die Verse 32 bis 41, was heißt das eigentlich für uns? Lasst sie bitte dran, weil sonst wissen die Leute nicht mehr, was 32 bis 41 war. Hier steht, alles kurz zusammengefasst, Jesus selbst ist die Wahrheit, die uns frei macht. Das sagt er auch diesen hohen Priestern und Pharisäern. Er, Jesus, ist die Quelle der Wahrheit, der vollkommene Maßstab für das, was richtig ist. Er befreit uns von den Folgen der Sünden, von Selbsttäuschung und von der Täuschung durch Satan. Hier wiederum, ihr wisst, wo die Wahrheit ist, ist die Lüge nicht fern. Die Lüge kommt nicht von Gott, sie kommt von Satan. Und macht euch etwas vor. Und Jesus zeigt uns klar den Weg zum ewigen Leben bei seinem Vater. Es soll also nicht die Freiheit sein, zu tun, was wir wollen, sondern der Freiheit Gottes zu folgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Brüder und Schwestern, die machen ihre eigene Wahrheit, auch im Wort. Manche Sachen vergessen sie, manche lesen sie nicht durch, manche haben sie noch nie gelesen. Das ist eine selbst zusammengeschmiedete, gezimmerte Wahrheit. Viele leben in ihrem eigenen Wahrheitsbild und übermitteln das auch falsch. Ich wiederhole es nochmal, es gibt also nicht die Freiheit zu tun, was wir wollen, sondern die Freiheit, Gott zu folgen. Da sind wir frei. Und wenn wir danach streben, Gott zu dienen, befreit die vollkommene Wahrheit von Jesus uns dazu, und das ist das Schöne, alles das zu sein, was wir nach Gottes Plan sein sollen. Lebt ihr immer nach Gottes Plan? Lebt ihr da im Internet nach Gottes Plan? Daheim, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wo ihr das anschaut? Beantwortet die Frage euch selbst. Ob wir immer im Plan Gottes sind, mit unserem Leben, mit unserer Wahrheit. Das lest ihr alles raus aus 32 bis 41. Und ist das nicht was Wunderschönes, wenn er sagt, die vollkommene Freiheit befreit uns? Ist das nicht perfekt? Aber jetzt kommen ja wieder wir als Menschen, du und ich, mit unserem Denken und Tun. Könnt ihr euch vorstellen, dass das anders ist als der Plan Gottes für uns? Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ich nicht in meinem Plan nach Gottes lebe. 100%. Vielleicht aus Angst, aus Nichtwissen, ja, aus Bewegenlichkeit, die gibt es ja auch. Also ich bin sicher, es gibt tausend Dinge danach zu urteilen, dass ich nicht nach Gottes Plan lebe. Ja, teilweise sind das alles Ausreden. Und auch die Ausrede, ja, ich lebe in dieser Welt. Aber das soll nicht immer Ausrede sein, ich lebe in dieser Welt, in der Gesellschaft, in der Ehe, in der Familie. Ich kann gar nicht anders. Das sind oftmals Ausreden, nicht in der Wahrheit zu reden. Und wie oft haben wir das schon gehört in Predigten? Wir sollen endlich das Gehörte umsetzen.
und nicht überlegen, wie und wann wir das machen und am Schluss machen wir doch nichts. Das ist auch ganz entscheidend. Wie viele Leute überlegen, die kommen sonntags hierher oder hören uns. Da haben sie morgen alles vergessen. Sie haben alles vergessen, was sie in Gottes Wort gelesen haben. Sie haben alles vergessen, was sie von anderen Leuten gehört haben. Da können wir reinsteigen. Es gibt wirklich in der Betreuung von hilfsbedürftigen Menschen, in der Seelsorge, wie man so schön sagt, es gibt Pastoren, die laufen auf und davon, wenn der eine oder diejenige kommen zum 100. Mal das gleiche Frage. Das 100. Mal sagt man das gleiche und sie machen das 101. Mal trotzdem gerade wieder verkehrt rum. Die gibt's. Und deshalb noch einmal, das Gehörte umsetzen und nicht nur überlegen, wie und wann wir das machen und am Schluss doch nichts machen. Wir sollten endlich lernen, in Freiheit zu leben. Und nicht die wie Pharisäer, die selbstgefälligen Juden hier in diesem Brief. Von sich so selbst überzeugt zu sein. Wir sind so heilig, wir sind so unfehlbar. Was willst du, Jesus, von mir? Wir sind die Wahrheit. Du bist die Lüge. Der Vers 43 allein für sich bitte. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Das sagt er zu diesen Juden. Die führende Elite, die führenden Juden waren unfähig zu begreifen, weil sie sich weigerten zuzuhören. Satan nutzte natürlich das aus, ihre Dickköpfigkeit, Blindheit, ihren Stolz, sowie ihre Vorurteile, um sie davon abzuhalten, an Jesus zu glauben. Die Pharisäer haben ihre eigene Wahrheit gelebt. Aber nicht nur sie. Jetzt machen wir den Vers 44 bis 46. Geht dann noch weiter. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden euren Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Und wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater dasselbe. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich der Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Dran lasse bitte. Wie oft passiert das auch in unserem Leben? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt mir der andere nicht? Das ist nicht nur Jesus so gegangen, es geht auch anderen gläubigen Menschen, die von Gott und Jesus begeistert sind. Wenn sie die Wahrheit sagen, glaubt man ihnen nicht. Sie stehen auf Bühnen, sie sind im Internet, sie sind überall und sagen die Wahrheit, Gottes Wort, und man glaubt ihnen nicht. Dran lasse bitte. Diese Einstellungen, Verhaltensweise dieser Männer, Bindestrich, ich sage jetzt einfach mal Frauen, Gleichberechtigung, gell? Nicht, dass die Frauen meinen, sind ja nicht davon betroffen. Identifizierten sie eindeutig als Nachfolger Satans. Vielleicht waren sie sich dessen nicht bewusst. Aber ihr Hass auf die Wahrheit, ihre Lügen und ihre mörderischen Absichten offenbarten, wie viel Macht der Teufel über sie hatte. Sie waren seine Handlanger, um seine Pläne durchzuführen. Sie sprachen dieselbe Sprache der Lüge. Satan benutzt auch heute noch Menschen, um Gottes Werk Plan zu behindern. Niemand, aber auch niemand konnte Jesus einer einzigen Sünde beschuldigen. Niemand, auch heute nicht. Menschen, die ihn hassten und seinen Tod wünschten, beobachteten ihn ganz genau. Und ich weiß, der eine oder andere von euch wird auch ganz genau beobachtet. Was macht er? Macht er einen Fehltritt, wird er gleich bildlich ans Kreuz genagelt.
beobachteten ihn ganz genau, konnten aber nichts Unrechtes finden. Jesus bewies durch sein sinnloses Leben, dass er Gott in Menschengestalt war. Und Jesus ist das einzigste vollkommene Vorbild, dem wir folgen müssen, nicht sollten, müssen. Und die Bibel ist voll von Menschen, die in ihrer Wahrheit gelebt haben. Und ich glaube, wir kennen auch heute noch Menschen, leider, die in ihrer eigenen Wahrheit leben und nichts anderes zulassen als ihre eigene Wahrheit. Aber es gibt auch Menschen, die die Wahrheit nicht erkennen können. Warum? Weil sie mit Blindheit belegt sind, leider. Mit Blindheit belegt zu sein, noch nicht bereit sein für das Himmelreich Gottes. Das ist auch leider das Volk Israels, ist mit Blindheit geschlagen, bis auf den heutigen Tag. Ja, wie gehe ich jetzt mit meiner ganz persönlichen Wahrheit um? Und da habe ich für mich einen Lieblingsvers, einen Psalm für mich. Und da drückt meine persönliche Wahrheit aus. Das ist Psalm 36,6. Den habe ich leider nicht gelb markiert, jetzt musst du halt suchen. Psalm 36, macht aber nichts aus. Lasst mal die Worte, die ihr jetzt gehört habt, auch mal sacken. Dass ich, wenn ich euch morgen frage, was habt ihr denn eigentlich gehört von Frank Brück? Was für Predigt? Denkt daran, Wahrheit, das ist mal das Wichtigste, Wahrheit für euch selbst. Ja. Aha. Ebersfelder, ganz was anderes. Deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes, deine Gerichte sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh redest du, Jahwe. Ich lese meine Übersetzung vor, aus der Luther. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Habe ich sogar in meinem Status im WhatsApp drin, damit jeder, der mein Status liest, auch das liest. Und das verbindet mich jedes Mal, wenn ich das lese. Ich sehe darin, dass Gott treu und gerecht ist und gnädig. Jeden Tag aufs Neue für mich. Seine Liebe reicht, soweit der Himmel. Und der Himmel ist schon weit, gell? Schaut mal raus. Ist er nicht grenzenlos? Und das tröstet mich, wenn ich da rausschaue und sehe, es ist grenzenloser Himmel. Und seine Treue erstreckt sich bis über die Wolken. Jeder, der mal geflogen ist, weiß, wenn man über die Wolke fliegt, gell? Könnt ihr euch vorstellen, da ist auch Gott. Tatsächlich. Er hört also nicht bis zur Wolkendecke auf. Selbst die, wo auf dem Mars hinfliegen, so, auch da ist Gott. Gell? Und das ist auch etwas, wenn ich Ungerechtigkeit erfahre in meinem Leben. Seine Gerechtigkeit steht so fest wie die Berge. Und ihr wisst schon, gerade in der Schweiz, wie hoch die Berge sind. Und die bewegen sich gar nicht, die sind fest, oder? Aber absolut fest. Und so fest steht die Gerechtigkeit Gottes für mich. Wandert mal auf den 3000er hoch, dann wisst ihr, wie fest der steht. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Fällt mir so ein, wenn ich die Schweiz angucke, ja gut. Und sein Urteil enthält so viel Weisheit, wie Wasser in den Meeren ist. Weisheit. Wasser in den Meeren. Also das Wasser ist nicht nur zum Waschen da, zu baden, Urlaub zu machen, sondern für mich ist das dann auch immer wieder so viel unendlich nicht fassbares Wasser, das ist seine Weisheit. Und für mich in meinem privaten Leben, ich brauche keine Angst vor der Lüge zu haben, da ich weiß, dass Gott der Lüge ein Ende gesetzt hat. Er hat sie eigentlich schon beendet, die Lüge. Auch wenn es in dieser Welt noch ist. Und das Schöne ist, wenn zu mir Leute kommen und mir etwas erzählen in dieser Welt, was schief läuft, was sie denken über ihre Wahrheit, mir ihre Wahrheit auflasten wollen. Jemand, der ein Gott ist, erkennt die Lüge von der Wahrheit. Das ist möglich.
Es gab Zeiten, wo ich hier gesessen bin und habe nicht die Wahrheit gehört und habe es erkannt. Eine graue Uhrzeit in dieser Gemeinde. Ich war in Veranstaltungen und habe die Lüge gehört und erkannt, das geht. Und wenn wir dann ein wenig gewartet haben, die sind alle gestürzt, die sind alle umgefallen, die uns die Lüge für die Wahrheit verkaufen wollten. Gott macht es schon. Manchmal dauert es eine Weile, aber er macht es. Und das ist wichtig, liebe Brüder und Geschwister, Schwestern, im Glauben. Bleibt in der Wahrheit und erkennt die Lüge. Und noch was ist ganz wichtig, auch in dem kleinen Kreis hier, auch zu Hause im Livestream. Sagt wenigstens untereinander die Wahrheit. Sagt untereinander die Wahrheit zu euren Liebsten, zu euren Brüdern, zu euren Schwestern, auch im Glauben. Sagt untereinander die Wahrheit, aber nicht mit dem Holzhammer, sondern in Liebe. In Liebe zueinander, wie Jesus auch es euch in Liebe gesagt hat. Jesus ist nicht hergekommen und hat einen Holzhammer gehabt, so 50 Kilo Hammer, und hat draufgeschlagen. Glaubst du jetzt an die Wahrheit? Glaubst du jetzt an die Wahrheit? Er hat es in Liebe gebracht. Denkt da bitte drüber nach. Im Epheser 4, 25 steht auch was drin. Jetzt lesen wir mal wieder Ebersfelder. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind die Glieder voneinander. Eberfelder 1905. 1905 hat man noch anders geredet wie im Jahr 2021. Das merkt man, oder? In der Luther-Übersetzung steht, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Wir sind ein Leib in Jesus Christus. Und wir sollten den anderen Menschen die Wahrheit erzählen. Aber nicht eure Wahrheit, sondern die Wahrheit vom Wort. Selbst wenn, ja, sind wir ehrlich zu uns selbst? Können wir überhaupt die Wahrheit, jetzt kommen wir wieder fragen, die Wahrheit sagen und ertragen? Verstehen wir die Wahrheit, das, was wir heute gehört haben? Wollen wir die Wahrheit hören? Ich sage ja für mich. Wir sollten aufhören, einander zu belügen, egal wo wir sind. Gell, im Berufsleben genauso. Aufhören zu lügen. In der Ehe. Aufhören in der Ehe zu lügen, einander. Ich sage euch jetzt schon, Lügen haben kurze Beine, auch in einer Ehe. Freundschaft, in der Freundschaft zu lügen. Eine Freundschaft, die mit Lügen aufgebaut ist, ist keine Freundschaft. Behaupte ich jetzt. Und ist so. Auch aufhören zu lügen in der Schule oder da, wo ihr seid. Die Teenager oder sonstiges, die hören mich ja wahrscheinlich da hinten im Raum. Man muss halt was sagen. Wenn ich um 5 Uhr geschrieben habe, bald hat um 5 Uhr geschrieben, was soll's, was soll ich da lügen? Auch zu lügen in der Familie. Und natürlich im Großen, mich selbst in meinem Leben anzulügen. Denn ihr wisst, ihr habt das gehört, wir dürfen der Lüge keinen Raum geben. Lügen, und das ist definitiv Fakt, trennt uns von Gott. Gott ist kein Gott der Lüge, sondern der Wahrheit. Und nur die Wahrheit verbindet uns mit Gott. Amen. Das ist so, Leute. Nicht, dass er mal jetzt alle einknickt unter der Maske. Das ist Fakt. Und wenn man wollte, könnte man jetzt aufstehen und klatschen machen, dürfen wir aber nicht. Und denkt dran, liebe Geschwister, liebe Schwestern, Brüder, wir sind die Königskinder. WhatsApp-Gruppe war ein Video mit Königskindern. Wir sind das Salz der Welt. Wir. Wir sind die Jünger und die Apostel von Jesus. Wer nicht wir, sollen die Wahrheit in die Welt tragen. Ich weiß nicht, wer sonst. Wenn nicht ihr. Und dass das nicht einfach ist, das weiß ich selbst. An mir selbst. Aber wisst ihr was, das sage ich immer mal wieder, ihr solltet mal anfangen. Anfangen zu üben. Jesus hat Geduld mit uns. Er hat Güte mit uns. Er vergibt uns, wenn wir nicht so funktionieren, wie es vielleicht gehen soll nach seinem Plan. Aber eins, wenn man nie den ersten Schritt tut, wie wollt ihr den Marathon gewinnen?
auf der Stelle? Wartet ihr so lange, bis die Erde sich einmal umgedreht hat, dass ihr dann 42 Kilometer gelaufen seid? Das geht doch gar nicht. Ihr müsst schon den ersten Schritt tun. Und wenn es nur ganz kleine Schritte sind. Ich habe vor einem Jahr angefangen, in der ersten Corona-Welle zu wandern. Nach 3 Kilometern geht mir die Luft aus. Gestern bin ich 12,5 Kilometer gelaufen und habe gar nicht gewusst, dass ich gelaufen bin. Ich habe Luft gehabt. Aber warum? Weil ich angefangen habe zu üben. Ich kann nicht in meinem Bett liegen bleiben und hoffe daran, dass mein Bett sich bewegt, 12 Kilometer. Überspitzt gesagt, das geht einfach nicht. Ich muss schon aufstehen. Ich muss mir schon anziehen, Schuhe anziehen und los geht's. Und gestern hat es noch geregnet, um Gottes Willen. Das ist für mich das Schlimmste, gell? Wenn es regnet, ich soll noch laufen. Aber ich habe es geschafft. Und wie gesagt, über, in ganz kleinen Schritten, und immer glaubt man, Jesus ist bei euch, er hilft euch. Und er zeigt euch den Weg zu eurer Freiheit. Und eins ist, habt ihr alles gelesen, den Psalmen, in den Bibelstellen. Und ich bitte euch, lest diese Bibelstellen doch in eurer eigenen Übersetzung, sodass ihr die versteht. Weil eine Kernbotschaft, die kommt daraus, die Jesus sagt. Freiheit macht frei. Befreit uns von Lüge und deren Joch. Denn Lüge hat auch Hindernisse, macht uns klein. Macht uns unscheinbar. Die Lüge treibt uns dann davor, dass die Lüge nie, dass die Wahrheit nie ans Licht kommt. Freiheit ist Wahrheit, Wahrheit ist Freiheit. Und zu euch begegnen wir uns in Liebe und Wahrheit zueinander. Lasst uns ein Licht in dieser Welt sein. Dazu Epheser 5, 8 bis 9, Ebersfelder, und dann kommt gleich die Luther-Übersetzung. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichtes besteht in aller Gültigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und bei mir steht, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun als Kinder des Lichts, denn dieses Licht bringt in euch lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und so wollen wir wandeln, diese Woche, heute fangen wir damit an, kleine Schritte zu üben, an alle hier, über bitte, üben in Wahrheit zu leben und nicht aufzuhören zu üben, weil man es irgendwann mal zu anstrengend wird oder keine Lust mehr hat oder die Welt mich umringt und mich niederkämpft. In Lüge zu leben, das habe ich in meinem eigenen Leben gespürt, mit 39, macht euch kaputt, macht euch fertig. Früher oder später seid ihr fertig. Geht nicht mehr, in Lüge zu leben. Auch wenn es schwer ist, die Lüge zu erkennen. Weil die Gegenseite ist halt stark, auch stark in dieser Welt, euch die Lüge zur Wahrheit zu geben. Jetzt habe ich euch sprachlos gemacht. Ich will euch einfach aufbauen, in der Wahrheit zu leben. Es fängt ja bei Kleinigkeiten an, wenn man sich sieht, die Wahrheit zu sagen. Aber natürlich immer in Liebe, gell? Nicht mit dem Dampfhammer. Ich habe probiert, heute euch ein Stück der Wahrheit zu bringen, dass ihr die Fragen, die wir am Anfang gestellt haben, ich wiederhole sie noch einmal, dass ihr wisst, vielleicht heute beim Kaffee trinken, euch die Fragen beantworten könnt, was ist eigentlich die Wahrheit, wer kennt die Wahrheit, also das könnt ihr jetzt problemlos beantworten. Ja, sehe ich das so, oder? Ja, gut. Warum wir die Wahrheit hören sollen, oh, das kann man auch beantworten nach dieser Predigt. Kommt die Wahrheit in unserem Leben ans Licht? Diese Frage müsst ihr euch selber beantworten, jeder für sich, zu Hause, in der Familie. Wollen wir
du die Wahrheit überhaupt hören? Auch das muss jeder beantworten für sich selbst. Kann die Wahrheit schmerzen und verletzen? Auch das kann jeder für sich selber beantworten, der in Wahrheit lebt. Bei mir hat es wehgetan, es hat geschmerzt. Es war mit vielen Hindernissen verbunden. Und in dieser Welt ist man nicht gewohnt, dass da jemand ist, der die Wahrheit erzählt. Ganz, ganz wenig. Leben wir in Wahrheit, in Freiheit, müsst ihr auch für euch selbst beantworten. Welche Formen der Wahrheit es gibt, das müsst ihr eigentlich auch beantworten können nach dieser Predigt. Wie viele Wahrheiten gibt es denn? Es gibt nur eine, Jesus. Sieht jede Wahrheit gleich aus? Auch das könnt ihr jetzt beantworten, wenn ihr mit jemand redet. So, jetzt habe ich Hausaufgaben, wie die Schüler auch. Auch die im Livestream können diese Fragen beantworten. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ihr seid als Gotteskinder gesegnet. Ich darf nur sagen, ihr seid gesegnet, weil Gott hat euch gesegnet. Und sein Segen ist viel höher als das, was ich hier sagen kann. Ich kann nur 10.000 Mal sagen, ihr seid gesegnet. Gott hat euch gesegnet, nicht ich, der wo hier steht. Und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, auf diesen Segen, auf die Kraft, die er mir gibt. Wenn ich morgens aus dem Bett raussteige, sage ich immer, Gott, schön, dass du mir jetzt hilfst, aus diesem Bett auszusteigen, mir die Kraft gibst, dass ich gesund bin, dass ich da laufen kann, dass ich was esse und zu trinken und Sonstiges habe. Dankbarkeit ist auch ganz wichtig. Die Dankbarkeit, ja, die führt auch ein bisschen an die Wahrheit. Das ist so. Und ich bin hierher gekommen, obwohl mit der Maske hin und Maske her. Die Wahrheit, ja, mei. Aber ich will einfach das Wort der Wahrheit verkünden, egal welche Hindernisse es da gibt. Das will ich einfach. Und wenn ich dann trinke, in der Zeit der Apostel, da war es auch nicht einfach. Die haben keine Maske gehabt, als Hindernis zu kommen. Da waren andere Hindernisse. Die Arena von der Römer, die wilde Tiere, die Kämpfe, Abschlachtung, gekreuzigt worden sind sie, erschlagen worden sind sie. Na, was soll ich da mit einer kleinen Maske, die macht mir ja gar nichts. Das hält mich nicht ab, davon hier zu sein, das Wort und die Wahrheit zu verkünden. Amen. Jetzt habe ich genug geredet.